wie gesagt, in unserer Rubrik Klappe stellen wir Ihnen Literaturverfilmungen vor und besonders auch die Literaturvorlage, auf denen der Film beruht. 2002 kam About a Boy in die Kinos und ist auch heute auf DVD zu erhalten. Beruht auf der Romanvorlage von Nick Hornby, der ja auch schon vorher bekannt geworden war durch Fever Pitch und High Fidelity. Und About a Boy erzählt eigentlich die Geschichte von zwei Jungen, nicht nur von einem Boy. Und der eine, Will, ist schon 36, aber trotzdem sehr jung geblieben, nicht erwachsen, notorischer Single, musste noch nie in seinem Leben für Geld arbeiten gehen, denn sein Großvater hat mal einen Weihnachtssong komponiert und von dem lebt Will bis heute, da er jedes Jahr wieder die ganzen Tantiemen einsammeln kann. Beziehungen halten bei Will nicht lange und auch von einer Familie kann nicht die Rede sein. Er ist ein ziemlicher Unsympath. Vor allem in dem Buch wird er sehr unsympathisch gezeichnet. Hugh Grant spielt ihn in der Verfilmung und hat ihm dann doch einige menschliche Züge verliehen. Dieser Typ, also Will, hat jetzt eine neue Strategie sich überlegt, wie er Frauen anbaggern kann. Und zwar geht er jetzt immer zu einer Single mit Kind Selbsthilfegruppe und vermutet, dass er da ganz easy die Frauen abgreifen kann. So heißt es im Buch, es muss Tausende von ihnen überall in London geben. Alleinerziehende Mütter, intelligente, attraktive und willige Frauen, die tollen Sex, reichlich Streicheleinheiten fürs Ego, Vaterschaft auf Zeit, ohne Tränen und eine Trennung, ohne Schuldgefühle wollen. Was konnte ein Mann sich Besseres wünschen? Ein Problem gibt es da, Will hat kein Kind, also muss er eins erfinden und macht den 12-jährigen Markus zu seinem Alibi-Sohn, den er durch einen Zufall kennenlernt. Das wird sein Komplize. Will benutzt ihn eigentlich schamlos, nutzt ihn aus. Letztendlich muss er aber erkennen, dass auch für ihn Zeit wird, mal Verantwortung zu übernehmen. Und es ist bis zuletzt nicht klar, wer also mit diesem Boy gemeint ist. Ist es der nicht alt werden wollende Kindskopf, der 36-jährige Will, oder Markus, der nachdenkliche 12-Jährige, der doch ganz schön erwachsen für sein Alter wirkt? Der Film fasst zwei Handlungsstränge zusammen. Im Buch wechselt es zwischen Kapitel hin und her. Einmal aus Markus' Sicht und einmal aus Wills Sicht wird die Geschichte erzählt. Und das Buch verankert 1994, ganz klar, denn der Selbstmord von Kurt Cobain spielt eine große Rolle. Die Protagonisten sind teilweise nämlich Nirvana-Fans. Der Film verlegt das Ganze dann in die 2000er. Will guckt den ganzen Tag, wer wird Millionär, weil er hat ja nichts zu tun. Und die Nirvana-Thematik wird mit Snoop Doggy Dogg ersetzt. Damit